mal ein Taxi hier, ne? Hallo. Hi, wir wollen einmal in die Luxemburger Straße 75, bitte. Luxemburger 75 wird gemacht, Chef. Oh Gott. Hallo. Auch das Gesicht kenne ich. Hallo. Hi. Ja, hallo. Dann sag ich mal willkommen im Quiz-Taxi. Oh Gott. Hi. Hi. Seid ihr dabei? Ja, klar. Hast du Lust, ein bisschen zu zocken? Ja, natürlich. Du kennst die Regeln? Okay, ich frische auf. Auf dem Weg zur Luxemburger gibt es Fragen. Für die richtigen Antworten gibt es Cash. Aber ihr habt nur drei Leben. Also bei der dritten falschen Antwort ist alles wieder weg. Und ihr geht zu Fuß. Aha. Wer seid ihr denn? Du bist? Janine. Janine und? Peer. Janine und Peer. Spielen wir Quiz-Taxi? Na klar. Wir sind dabei. Alles klar. Luxemburger Straße. Gut. Noch 4,1 Kilometer bis zum Ziel. Ihr Lieben, hier kommt eure erste Frage für 25 Euro. Nach welchem Ereignis fährt man in die Flitterwochen? Das ist natürlich die Hochzeit, ne? Hochzeit. Hochzeit. Ist richtig. Jawohl, 25 Euro. Seid ihr ein Paar oder? Geschwister. Ihr seid Geschwister. Ah, okay. Das heißt, du bist der ältere Bruder? Genau. Sieht man, ne? Die grauen Haare lassen sich nicht mehr verstecken. Was wird in der Straßenverkehrsordnung Fahrtrichtungsanzeiger genannt? Aha! Blinker? Blinker klingt gut, sonst wüsste ich nicht. Fahrtrichtungsanzeiger. Ein Schild. Ja, man zeigt die Fahrtrichtung mit dem Blinker an. Ja, wir nehmen den Blinker. Das ist eine gute Entscheidung. Ich habe jetzt an Schilder gedacht. Man muss dann über die Frage nachdenken, halt so ein bisschen, glaube ich. Da sagst du was. Welcher Vogel ist auf der Vorderseite des Reisepasses der Bundesrepublik Deutschland zu sehen? Das muss der Adler sein, ne? Wüsste jetzt nicht, was sonst. Ja. Ja. Was dabei? Ja. Den Pass? Nee. Habt ihr keinen Pass dabei? Adler. Personalausweis, aber da ist der, glaube ich, nicht drauf, oder? Aber es müsste ein Adler sein. Der Adler? Ein Adler, ja. Natürlich ist es der Adler, klar. Oder Papagei vielleicht. Ja. Papagei wäre auch gut, oder? Ja. Ja, ja. Und hier kommt die letzte 25-Euro-Frage. Die bringt euch dann auf 100 Euro, wenn ihr sie richtig beantwortet. Hier ist sie. Eine Musikfrage. Hört gut zu. Mhm. Born in the USA gilt als einer der bekanntesten Songs welches US-amerikanischen Rockstars? Weißt du es? Bruce Springsteen, ne? Ich weiß es nicht. Ist ja auch jetzt nicht so ganz aktuell, ne? Aber es ist schon ein alter Song und ich glaube, dass du wahrscheinlich richtig liegst. 100% sicher bin ich mir nicht, aber ist auch nicht also, so ganz genau. Also, Bruce Springsteen ist richtig, ein alter Song für einen alten Bruder. Ne? Wie weit liegt ihr auseinander? Wie viele Jahre? Sechseinhalb. Ist denn der Peer für dich richtig so der große Bruder, der dich dann auch irgendwie immer so ein bisschen beschützt und berät und so dieses klassische große Bruder-Ding? Erzähl mal, Janine. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also. Was denn? Wenn es drauf ankommt, dann darfst du mal 3 Monate bei mir wohnen, wie letztens oder so. Das passt dann schon. Ne? Wie? Ach so, dann hat sie an die Tür geklopft und hat gesagt, ich brauche Asyl, ja? Ja. Weil es Ärger gab. Irgendwie Janine oder wie? Ja, ich bin ausgezogen aus der alten Wohnung, wo ich zusammen mit jemandem gewohnt habe, ja. Und dann hast du da gestanden und hast gesagt, Mensch, Peer, kann ich mal bei dir einziehen für 3 Monate? Ja, aber es war auch gerade ganz passend, weil er ja auch kurz vorher verlassen wurde und Platz war. Da war Platz dann und das hat ganz gut gepasst, das stimmt. Ich glaube, ihr seid für euch beide die großen Geschwister. Kann das sein? Ja, ne? Ja. Wir haben uns auch meistens lieb, ne? Ja, das stimmt. Ey, das finde ich cool. Ist doch super. So, ich schaut mal bitte auf den Monitor. Unter welchen Bäumen sitzt man traditionell in einem bayerischen Biergarten? Boah, ja. Traditionell, ja. Keine Ahnung, Bayern. Platanen oder so? Das sieht so ein bisschen aus wie Kastanien, aber es wäre ja irgendwie schlecht mit den Kastanien, die dann irgendwann am Baum hängen, ne? Das ist dann vielleicht ein Joker, ne? Ja, würde ich auch sagen, weil ich habe keine Ahnung. Oder was sagst du? Oder willst du es riskieren? Ich würde jetzt Kastanien sagen, so wie das da aussieht. Ja, komm, aber dann riskieren wir das. Das dann riskiert ihr es, ja? Ja. Na,
Dann auf eigene Verantwortung. Kastanie ist eingeloggt. Und die Kastanie ist richtig. Ich war mir so sicher, dass es falsch ist. Schön, Per. Oh, gut, sehr Per. Schön. Und weiter, Per. Welches Wort aus der indischen Sprache Hindi benutzen wir im Deutschen in der Körperpflege? Ayurveda, oder? Nee, das ist eine Pflanze. Nee, das ist doch auch die, diese... Ach ja. Indische... Behandlung, Kosmetik, Massage, bla. Ayurveda, würde ich jetzt sagen. Was sonst, oder? Wir haben noch alle Leben, dann riskieren wir es. Komm, wir versuchen es. Ich wüsste jetzt nicht, was sonst. Kein Joker? Ich sollte es eigentlich wissen, ne? Eigentlich schon, ja. Warum solltest du es wissen? Weil ich schon in Indien war. Ah. Und auch mal so ein paar Semester studiert habe. Du hast in Indien studiert? Nein, aber ja, wir sagen Ayurveda. Ayurveda ist falsch. Stimmt irgendwas total Shampoo. Banales. Shampoo ist ja ein indisches Wort? Absolut. Kommt aus dem Hindi. Shampoo. Knete mal dein Haar, massiere dein Haar, shampoo das mal. Ich fand Ayurveda jetzt auch nicht so verkehrt gedacht. Ja, so verkehrt war es nicht, oder? Aber war halt auch nicht so war richtig. War halt auch ne? falsch trotzdem, ja. Du warst mehrere Monate in Indien? Ich war 6 Wochen in Indien. Also. Aber ich habe mal, nach dem Abi habe ich ein paar Semester Kulturen und Gesellschaften Asiens studiert. Ja. Mit dem Schwerpunkt Indien. Und da eigentlich viel gelernt, aber jetzt nicht gerade Shampoo. Ja. Also. Ich finde es jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, dass ich es nicht wusste. Nein, aber ihr habt ja noch immerhin alle 3 Joker. Ein Leben ist weg. Das ist schade, ja. In welcher Metropole kann man der Pferderennbahn Hoppegarten einen Besuch abstatten? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Joker, glaube ich. Das ist zum Googeln gut. Ja, wir lassen mal eben hier den Notarzt vorbei und der Countdown läuft. Hoppegarten, in welcher Stadt? Und die Zeit ist um und ich brauche eine Antwort. Handys weglegen. Hoppegarten. Und? Nee, die Stadt war gefragt. Ja. Rhein-Sieg-Kreis habe ich jetzt hier nur gefunden. Ja, das ist der Kreis. Diese Antwort ist falsch. Ah. 10 Sekunden sind viel zu kurz. Entschuldige. Mann, das ist für so junge Leute, die so schnell tippen. Ja, seid ihr doch auch, oder nicht? Was war die richtige Antwort? Berlin. Berlin. Na gut. Also, das war, glaube ich, das zweite Leben, was weg ist, ne? Kann das sein? Ja. Ihr habt nur noch ein Leben. Hey, das wird eine knappe Nummer jetzt. Ja, ja, ja. Puh. Wer sagte, Mr. Gorbatschow, tear down this wall? Damit sind wir bei Geschichte. Das weißt du, oder? Nee. Was hören wir denn? Um den Mauerfall geht es. Aha. Und das muss ja dann vermutlich ein amerikanischer Präsident gewesen sein. Möchtest du es absichern? Möchtest du jemanden anrufen? Also ich würde da jetzt nicht zocken, wenn das nicht anrufen. Ist. Ja? Ich rufe den Mach das beide gleichzeitig. Peter an. Laut. Ich rufe Papa an. Und wen ruft ihr an? Ja, der Papa weiß es wahrscheinlich auch. Ich rufe einen Freund an, der heißt Peter. Peter und Papa, ja, werden jetzt gefragt. Hallo, hier ist Hallo. Der Peter. Hi Peter, ich habe dich gerade auf Lautsprecher. Ich sitze hier eine Frage. Taxi. Und ich habe eine Welcher Politiker Frage. Hat gesagt, tear down that Welcher wall? Welcher Politiker also, hat gesagt, Mr. Gorbatschow, Mr. Gorbatschow, tear down this wall? Tear down this wall. Weißt du das? Und hier kommt der Countdown. Reagan. Reagan? Ja, okay. Reagan. Ja, Janine, ich, ne? Und die Zeit Danke. Ist um. Ich brauche eine Antwort. Lasst sie ruhig mal drin, eure Was Joker. Hat der damit sie Wusste es nicht. Reagan. 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 Reagan ist richtig. Ronald Reagan. Jawohl. Hui. Das Eis wird dünner. Das Eis wird sehr viel dünner. Oh, schaut mal, was ist da vorne? Das ist die rote Ampel. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, 250 Euro on top zu gewinnen. Ihr riskiert kein Leben, aber ihr habt nur 20 Sekunden Zeit für die Beantwortung dieser Frage hier. Los geht's. Nennt 4 der 5 Arten von Großkatzen. Gott. 19. Leopard.
Tiger. Gepard. Gepard. Jaguar. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja. Wir haben es versucht. Das waren vier. Klang doch ganz gut, oder nicht? Das ist leider falsch. Oh Gott. Weil der Gepard ist keine Großkatze. Und der Löwe hat gefehlt. Der Löwe. Und ich habe auch an den Löwen gedacht und dachte, der ist keine Katze. Ja, da war ich. Das ist tatsächlich. Ah. Aber es war eine rote Ampel. Ja, nichts. Das heißt, das Leben ist nicht weg. Das ist die erste Nachricht. Und die zweite Nachricht ist. Ihr seid hier am Ziel, ihr habt gewonnen! Oh. Herzlichen Glückwunsch! 100, 200, 250 Euro. Glückwunsch! Okay. Danke. Immerhin. Okay, ich meine, ihr könnt verdoppeln. Von 250 auf 500 Euro mit einer Frage. Und ihr habt noch einen Passanten-Joker. Das ist die Frage, ob ihr zocken wollt, ja oder nein. Ich bin eigentlich nicht so der Zocker. Was? Also. Was das denn nicht? Du würdest gern zocken, ne? Merke ich doch, oder? Ja, aber ich denke... Ne? Okay, Janine, du darfst entscheiden. Janine, kann man das machen? Okay. Okay. Gut. Dann hole ich noch mal 250 hier drauf. Wir sind ja guter Dinge. So. Und du machst diese Tür schon mal auf. Ja. Aber du darfst nicht aussteigen. Nein, ich bleib sitzen. Ich werde jetzt hier an diesem Café meinen Charme spielen lassen. Guten Tag, hallo. Das hier ist das Quiz-Taxi. Und Sie sehen so aus, als wären Sie ein Top-Passanten-Joker. Würden Sie machen? Dann kommen Sie mal bitte auf die andere Seite, dann ist das nicht so gefährlich hier. Genau. Und dann schauen wir doch mal. So. Hi. Wunderbar. Sie sind der? Harald. Jetzt. Harald, Thomas, Janine, Per. Und hier kommt eure Masterfrage. Gut zuhören, beraten, antworten. Okidoki. Und hoffentlich gewinnen. Welche verrückte Gestalt spielt Johnny Depp in der 2010 verfilmten Erzählung von Alice im Wunderland? Was? Verrückte Person? Johnny Depp. Alice im Wunderland. Neu verfilmt. Mit den roten Haaren. Und das war hier im Karneval, hatte jeder Zweite das als Kostüm. So, nur der Harald nicht. Spaß. Harald, eine letzte Chance gebe ich dir. Du könntest jetzt noch rüberlaufen zum Café und jemanden fragen, ob du mit dieser Antwort dann zurückkommst. Das wäre super. Das wäre doch lieb von dir. Ich habe vor Augen. Ich nicht. Ich habe den Film auch gesehen. 500 Euro. So, Harald geht ins Café rein. Sag mal, im Zweifelsfall könnt ihr ja immer noch die Karre von Harald hier reinnehmen und bei eBay verkaufen, oder? Ja. Kriegt man vielleicht 250 für. Also, wenn Harald jetzt zu lange im Café drin bleibt und da noch eine Internetrecherche macht, dann ist die Zeit. Harald! Der Hutmacher. Der Hutmacher, ja. Der Hutmacher. Würde ich jetzt sagen, ja. Wurde mir gesagt. Der Hutmacher klingt gut. Das ist nämlich auch noch so eine Figur. Diese Antwort ist... Danke, Harald. Das war super. Danke, Harald. Hast du schön gemacht. Sag mal, Harald, bist du denn damit einverstanden, dass wir dich in der Sendung das Quiz-Taxi bei Kabel 1 und auf Social Media ausstrahlen? Dann sag doch mal ja. Ja, dürfte. So, 500 Euro. Jetzt könnt ihr mal überlegen, ob ihr den Harald zu einem Eis einladet. Ja, aber sicher. Sicher. Herzlichen Glückwunsch. Hier seid ihr am Spiel. Danke fürs Quiz-Taxi spielen. Oh, super, ja. Danke, Harald. Danke. Danke dir. Ja, alles klar. Schön, ja. Mach gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Der verrückte Hutmacher. Ihr habt es echt noch. Ohne Harald wärt ihr jetzt aber arm dran gewesen. Ja, das war sehr, sehr, sehr knapp. Das Eis war jetzt sehr dünn. Ja, das war schon sehr am Knacken. Das war ein knapper Schuh. Raus mit euch. Dankeschön. Vielen Dank. Und haltet so schön zusammen nach wie vor, ja? Jo, machen wir. Ciao. Tschüss.